Moin Moin und ein herzlich willkommen auf dem Kanal von mir, dem Telly. Heute geht es natürlich wieder an den Capri. Mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Die Kopfdichtungen waren alt, beziehungsweise das waren auch nicht die richtigen Kopfdichtungen, die da drin waren. Natürlich sind die mir flöten gegangen, weil das sind die. Der hatte, glaube ich, mal auf dem fünften Zylinder oder so einen Fresser und mein Vater hat den aufgebohrt auf 2,8 Liter, also sprich Übermaßkolben, hatte aber nicht die richtigen Kopfdichtungen mit dem Feuerring da drin. Ja, und ich ein bisschen Gas gegeben und zack, Kopfdichtung durch. Dann wurde ich vom ADAC abgeschleppt. Ja, jetzt habe ich natürlich einen ganzen Stress vergessen, die Kamera anzuschmeißen, weil das hätte ich richtig geil zeigen können. So. Ja, ich habe auf jeden Fall schon mal einen Kopf abgenommen, weil ich wissen wollte, welche Maße jetzt genau die Kolben haben, beziehungsweise um die Kopfdichtung anfertigen zu lassen, damit ich halt weiß, welche Bohrung das ist und so. Ja, da habe ich auf jeden Fall, ja, ging eigentlich relativ schnell, ich sag mal so 2 Stunden oder was, 2, 2,5 Stunden, und ich habe mit dem Motor ja noch gar keine Erfahrung gehabt, aber ging relativ einfach. Also ja, dann zeige ich euch mal die Teile, die ich hier alle ausgebaut habe. Nicht wundern, Formel 1 läuft, ne? Das ist das Beste. Den Fernseher werde ich auch noch irgendwo da hinhängen oder so. Ja, alles schön ausgebaut, alles schön sortiert und so. Zylinder und Kolben habe ich mir auch schon angeguckt. Klar, ist jetzt ein bisschen nass und so, aber da sieht man auch den Kreuzschliff. Also das ist alles wunderbar. Kann man echt nichts sagen. Ja. Den anderen Kopf habe ich jetzt noch nicht abgenommen, den werde ich erst abnehmen, wenn ich die richtigen Kopfdichtungen habe. Dann nehme ich euch auch auf jeden Fall zum Einbau wieder mit. Ja, ist natürlich mal wieder der fünfte Zylinder gewesen hier, Kopfdichtung, so habe ich die ausgebaut. Ist die komplett weggesprengt. Ich finde auch, dass der Steg hier zwischen ziemlich nah ist. Ich habe mal gelesen, man kann an den Köpfen so Nuten einfräsen lassen und da so einen Kupferring oder irgendwie sowas reinmachen, dann wäre das eigentlich auch schon sehr gut. Ich kenne das halt nur von Turbomotoren. Aber ja, jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal die richtige Kopfdichtung, die ich als Master angeben kann. Und dann mal weiter gucken, ne? Aber richtig blöd gelaufen, natürlich mitten im Sommer. Naja, was will man machen, ne? Man muss ja das Beste draus machen. So, moin Leute, neuer Tag, neues Glück, ist mittlerweile schon ein paar Tage später, hab mich natürlich erstmal wieder ein bisschen beruhigt. Ja, jetzt zum Problem, also wie ich gerade eben schon beschrieben hatte, Kopfdichtung ist auf jeden Fall flöten gegangen, weil auch der Steg zwischen dem Wasserkanal und dem Zylinder ist halt sehr klein. Das ist halt, weil früher war der, ich glaube, die haben original eine 90er Bohrung, dann haben die 2,6 Liter, aber da hier schon mal auf dem Zylinder ein Kolbenfresser war, hatte mein Vater früher die Zylinder aufbohren lassen auf 2,8 Liter. Ich glaube, das ist jetzt ein Durchmesser von 93 mm. Ja, ist auf jeden Fall blöd gelaufen, aber was soll ich jetzt machen? Ich habe mich jetzt darum gekümmert, neue Kopfdichtungen zu bekommen. Die habe ich jetzt über Wolf Dichtungen, ich glaube, die sitzen in Österreich oder so. Da hatte ich die Originale, die jetzt hier drin war, habe ich den als Muster hingeschickt. Habe denen gesagt, können wir mir da vielleicht noch einen Feuerring reinmachen. Die meinten aber, weil der Steg zu klein ist, passt das mit dem Feuerring halt nicht. Die machen mir jetzt eine andere Kopfdichtung in der Hoffnung, dass das dann hält. Was ich aber noch überlegt hatte, ist in den Zylinderkopf. Ich kenne das eigentlich nur aus dem Motorsport oder so, da lassen die hier so eine Nut reinfräsen. Auf jedem Zylinder, sage ich jetzt mal. Das kannst du ja am Kopf, also kann man am Kopf machen oder am Zylinder. Und da kommt dann, glaube ich, so ein Kupferring oder irgendwie sowas rein. Und das hält dann nochmal viel besser. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Da muss ich mal mit dem Motorenbauer sprechen. Weil man sieht ja, wie knapp das hier auch alles ist. Ich hoffe, das geht, oder das hält halt mit der normalen Kopfdichtung. Das wäre natürlich am allerbesten. Aber ja, große Scheiße auf jeden Fall. Am allerbesten wäre, wenn man den Motor, denke ich mal, buchst, dass der wieder die 90er Bohrung hat. Ja, aber das kostet ja mal viereckig Geld sofort, würde ich sagen. Deswegen will ich das auf jeden Fall so ausprobieren.
Ich wollte jetzt auf jeden Fall mal das Öl rauslassen, weil da wird auf jeden Fall sehr viel Wasser drin sein und so. Das Öl wollte ich mir dann angucken und ja, die bauen mir auf jeden Fall die Kopfdichtung jetzt nach und ich bezahle für beide Kopfdichtungen, ich glaube 200 Euro ohne Steuer, also irgendwas, keine Ahnung, um die 300 Euro im Endeffekt. Da kann man eigentlich nichts sagen und da werde ich das auf jeden Fall erstmal so ausprobieren und ja. Große Scheiße auf jeden Fall. Ach ja, und den anderen Kopf habe ich halt noch nicht abgenommen, weil ich die Kopfdichtung noch nicht hatte. Und ich wollte einfach von der Bank das als Muster haben. Ist auf jeden Fall auf der Seite noch, dass die Pumpe auf jeden Fall ein Stück ab muss. Ja, Krümmer halt noch ab, aber das ist ja klar. Dann sollte das auch eigentlich relativ gut gehen. Da muss ich halt noch gucken, wo ich die ganzen Dichtungen nochmal neu bekomme. Weil die alten Dichtungen da jetzt nochmal einzubauen, also nicht die Kopfdichtung, sondern die anderen Dichtungen, das ist mir dann zu kriminell. Dann lieber einmal neu kaufen und Judas. Vor allem sind die auch schon uralt, ne? Was man hier auf jeden Fall wunderschön erkennen kann, ist Wasser im Öl. Ja, was soll ich dazu sagen? Kopfdichtung war auf jeden Fall sehr platt, habt ihr ja gesehen. Wird richtig durchgepfiffen. Der Arbeitswahn hat mich nochmal ein bisschen eingeholt. Ich habe jetzt alles gelöst. Hier den Krümmer habe ich auch gelöst. Da werde ich sofort neue Dichtungen und alles bestellen. Die Pumpe, Ölzulauf habe ich jetzt auch abgemacht. Da muss ich mir echt mal neue Leitungen besorgen. Den Rücklauf habe ich auch abgemacht. Die Schrauben hier habe ich auch quasi schon gelöst. Das hängt jetzt nur noch an der Schraube und dann der. Dann mache ich die zwei Schrauben quasi los. Kann das zur Seite wegkippen. Und kann dann halt den Zylinderkopf ganz normal abnehmen. Aber das werde ich erst machen, wenn die Dichtungen da sind und wenn ich mich um die Köpfe gekümmert habe, ob ich da irgendwie jetzt so eine Nut einfräsen lasse. Wenn ihr da irgendwie Erfahrung habt, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentarbox schreiben. Sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen und reingehauen.